Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu diesem letzten Teil eines wohl intensiven Programms, einer Debatte über die Solvenz der zweiten Säule. Es ist mir eine Freude, Sie hier zu einer Art Experiment begrüßen zu dürfen, zu einem spannenden Experiment. Spannend deshalb, weil wir Schweizer nicht gerade bekannt sind für unsere Streitkultur. Umso mehr möchte ich Christian Dreyer danken. Er hat dafür gesorgt, dass wir uns jetzt mal dem Format der Oxford Debates annehmen. Und wir werden versuchen, in den nächsten 45 Minuten die gut bekannte helvetische Konsenskultur ein bisschen mit Füßen zu treten. Es ist eine Debatte, ein Spiel, ein rhetorischer Wettstreit mit Siegern und Verlierern. Wer siegen oder verlieren wird, das bestimmen Sie. Sie sind die Richter. Sie haben quasi den cäsarischen Daumen. Und ich freue mich, solche kompetente Richter hier im Publikum zu haben. Es ist ein Spiel. Rhetorische Finden und Übersteiger ist alles erlaubt. Ich bin quasi der Schiedsrichter, neutraler Schiedsrichter. Sie werden zweimal abstimmen. Sie haben auf Ihrer rechten Seite des Stuhles ein Bändel, der runtergeht, der führt zu einem Gerät. Und das hat verschiedene Knöpfe. Und diese Knöpfe stehen für verschiedene Positionen. Das werde ich dann gleich erklären. Also wir debattieren in den nächsten 45 Minuten eine zugespitzte These, die wir angelehnt an die klassischen Oxford-Debates als Motion bezeichnet. Also das darf jetzt nicht verwechselt werden mit den parlamentarischen Motionen. Unsere Motion lautet: Wir glauben, dass die zweite Säule insolvent ist. Sie kennen das Bild, schöne Bild der drei Säulen. Wir schießen uns jetzt auf den Mittelpfeil rein und stellen den Pensionskassen quasi die Gretchenfrage der beruflichen Vorsorge. Nun sagt, wie habt ihr es mit der Solvenz? Konkret, was wäre, wenn alle Schweizer Pensionskassen, egal ob Lebensversicherer, halbautonome, autonome Sammelstiftungen oder Gemeinschaftseinrichtungen, am kommenden Montag, am 1. Oktober liquidiert würden? In Artikel 65 des BVG, der Ihnen wohl bekannt ist, heißt es: Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass die übernommenen Verpflichtungen erfüllt werden können. Also am nächsten Montag bekämen alle, was ihnen gemäß BVG-Gesetz zustände, könnte ausgezahlt werden, was in Aussicht gestellt wurde. Kann es dies auch noch in den nächsten 10, 20, 50 Jahren? Nein, sagen die beiden Herren zu meiner Linken, sind diese Avenir Suisse Vorsorge Vordenker Jérôme Cossondet und Wirtschaftspublizist Pierre Kappeler. Ihre Gegner sind Daniel Lampard, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und geschäftsführender Sekretär, und BVG-Spezialist und ehemaliger Nationalrat Rudolf Rechsteiner. Wir glauben, dass die zweite Säule insolvent ist. Lassen Sie uns nun über diese These abstimmen, das erste Mal. Wir werden die Resultate nicht einblenden, weil das könnte Ihr Abstimmungsverhalten irgendwie in einer Art beeinflussen, das wir nicht wollen. Wir werden zusammen mit der zweiten Abstimmung dann die beiden Resultate am Schluss präsentieren und schauen, wie sich die Resultate bewegt haben. Und eben Sieger ist, wer mehr Stimmen bewegen konnte, nicht die absoluten Zahlen. Jetzt würde ich Sie bitten, abzustimmen. Also die These lautet: Wir glauben, dass die zweite Säule insolvent ist. Drücken Sie die 1, wenn Sie glauben, wenn Sie diesen Glauben teilen. Also wenn Sie glauben, ja, die zweite Säule ist insolvent, drücken Sie die 2, wenn Sie nicht einverstanden sind mit dieser Aussage, wenn Sie die Motion ablehnen, und drücken Sie die 3, wenn Sie unentschlossen sind. Ich wiederhole: 1 ist, ich befürworte die Motion, also ich glaube, dass die zweite Säule insolvent ist. 2, ich lehne die Motion ab, ich glaube, dass die zweite Säule nicht insolvent ist. 3, ich bin unentschlossen.
Wir beginnen nun mit der ersten Runde dieser Debatte, den Eröffnungsstatements. Jeder Debattierende hat 5 Minuten Zeit, Sie von seinen Argumenten zu überzeugen. Ich erkläre hiermit die Debatte für eröffnet und werde Ihnen jetzt den ersten Debattierenden vorstellen, der die Motion unterstützt. Es ist Jérôme Cosandet von Avenir Suisse. Er ist dort Projektleiter und Mitglied des Kaders. Er hat es nicht in direkter Vorbereitung für diesen Anlass gemacht, aber er hat vor 2 Tagen ein Buch publiziert, passend zum Thema, mit dem Titel Verjüngungskur für die Altersvorsorge, Vorschläge zur Reform der zweiten Säule. Jérôme Cosandet, das Wort gehört Ihnen. Danke, Hittmeier. Ich musste fast lächeln, wenn ich gehört habe, 1, 2 oder 3, also ich bin gerade plötzlich 30 Jahre jünger geworden. Wir glauben, die zweite Säule ist insolvent. Warum? Meine Damen und Herren, das BVG-Obligatorium im Kapitaldeckungsverfahren wurde 1985 als Gegenvorschlag zur Volkspension im Umlageverfahren eingeführt. In beiden Modellen mussten die Mitarbeiter damals auf einen Teil ihres Lohns für die Vorsorge verzichten. Im Kapitaldeckungsverfahren aber hat man ihnen versprochen, dass diese Beiträge auf einem individuellen Konto verbucht werden und diese Beiträge bei der Pensionierung ihnen persönlich ausbezahlt werden. Auf diesen Grund haben sich die Bürger damals bewusst mit 84% Stimmanteil gegen das Umlageverfahren und mit 77% für das Kapitaldeckungsverfahren entschieden. Werden diese Versprechen heute noch eingehalten? Meine Damen und Herren, leider ist die Antwort auf diese Frage zweimal negativ. Erstens, Teil der BVG-Beiträge werden für Umverteilungen enteignet. Und zwar deshalb, weil im Gesetz verankerte technische Parameter wie der Umwandlungssatz der Realität hinterherhinken. Zur Erinnerung, die geltenden Umwandlungssätze, sogar die 6,8%, die erst ab 2014 gültig sind, stützen sich auf die Lebenserwartung, man höre, wie man sie vor 1990 gemessen hat. Heute leben wir bekanntlich 2 bis 3 Jahre länger als damals. Dazu setzen die geltenden Umwandlungssätze eine Durchschnittsrendite von 4% voraus. Das war in den 90er-80er Jahren mit hoher Inflation vielleicht locker zu erreichen, seit 10 Jahren jedoch nicht mehr. Zum Vergleich erbrachte der PICTE BVG 25 Index seit 2000 lediglich eine Durchschnittsrendite von 2,7% pro Jahr. Als Konsequenzen werden technisch gesehen zu hohen Renten ausbezahlt. Jeder, der heute pensioniert wird, erhält dadurch ca. 20.000 Franken über seine ganze Pensionierungszeit zu viel. Wie werden diese fehlenden Mittel finanziert? Einerseits aus dem Vermögen der Aktiven zugunsten der Rentner und andererseits aus dem Vermögen des Überobligatoriums zugunsten des Obligatoriums. Und das, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als eine Enteignung. Konservative Schätzungen vom BSV, vom Bundesamt für Sozialversicherung, beziffern diese Umverteilung auf 600 Millionen Franken pro Jahr. Diese Schätzung setzt allerdings einen korrekten Umwandlungssatz von 6,4% voraus. In der Praxis aber beobachtet man zum Beispiel bei der Pensionskasse der SBB oder bei der Pensionskasse der Schweizer Rück hier im Haus Umwandlungssätze von 5,8%. Und betrachtet man diese Größe als korrekten Umwandlungssatz, so betragen schnell diese Umverteilungen nicht 600 Millionen, sondern rasch 1,5 Milliarden Franken, und zwar jedes Jahr. Zweitens, im Fall der öffentlich-rechtlichen Pensionskasse wird das Prinzip der individuellen Kontoführung verletzt. Unter dem Stichwort Teilkapitalisierung werden die Umverteilungen sogar institutionalisiert. Die Teilkapitalisierung ist jedoch stoßend. Sie ist nicht anders als ein Schneeballsystem wie der europäische Kingsloop, einfach mit gesetzlichem Staatsstempel. Ein Zieldeckungsgrad von 80%, wie es für Pensionskassen mit Staatsgarantie möglich ist, heißt nichts anderes, als dass man heute Leistungen versprechen darf, wofür das Geld nicht vorhanden ist. Eines Tages aber müssen diese Leistungsversprechen eingelöst werden. Und wer zahlt die Rechnung? Für die fehlenden Mittel müssen die nächsten Generationen gerade stehen.
Sie müssen gerade stehen für Entscheide, die sie selber nicht getroffen haben. Und die Zeche ist teuer, meine Damen und Herren. Für eine Vollkapitalisierung der öffentlich-rechtlichen Kassen, also Kantone, Gemeinde, fehlen 50 Milliarden Franken. Zum Vergleich beträgt die Gesamtverschuldung der Eidgenossenschaft 110 Milliarden Franken. Ohne politische Gegensteuer rennen deshalb unsere Pensionskassen gegen die Wand. Ohne Gegensteuer werden die heutigen 1,5 Milliarden Umverteilung bei Neupensionierung weiter bestehen und sogar zunehmen. Ohne Gegensteuer werden unsere Kinder die versprochenen Leistungen der öffentlich-rechtlichen Pensionskassen zahlen müssen. Und wie es so schön heißt, die Letzten beißen die Hunde. Und der Biss ist schmerzhaft, er kostet 50 Milliarden Franken. Ohne Gegensteuer ist deshalb die zweite Säule insolvent. Danke. Vielen Dank, Jérôme Courvandel, für diese Argumente. Er hat die Zeit genau eingehalten. Perfekt. Nun wird der erste Debattierende gegen die Motion sprechen. Es ist mir eine Freude, Ihnen kurz Daniel Lampard, die ausführlichen Vitas haben Sie im Programm, vorzustellen. Daniel Lampard ist geschäftsführender Sekretär und Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Er vertritt als solcher die Interessen von 400.000 Mitgliedern, darunter auch die Ihrigen, sofern sie dem Schweizerischen Bankpersonalverband angehören. Daniel Lampard, das Wort gehört Ihnen. Vielen Dank, geschätzte Damen und Herren. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung. Die zweite Säule ist nicht insolvent, aber sie ist relativ schlecht organisiert. Wenn wir einen Deckungsgrad haben in einem Versicherungssystem von 105%, ist ein technischer Deckungsgrad, aber ein Deckungsgrad von 105% bei privaten Kassen. Wenn wir eine Rendite gegenüber dem Vorjahr haben von 9%, wenn die Lebensversicherer im vergangenen Jahr in der Lage waren, 680 Millionen Gewinn aus diesem Geschäft zu erwirtschaften, was einer Marge von rund 8% entspricht, geschätzte Damen und Herren, dann ist das sicher, sind wir von einer Insolvenz relativ weit entfernt. Das scheint mir ökonomisch klar zu sein. Da gehe ich auch davon aus, dass das hier in unseren Reihen unbestritten ist. Die Frage ist, welche Leistungen kriegt man aus dieser zweiten Säule und welchen Preis zahlt man? Und das ist so, dass spätestens seit der Finanzkrise die zweite Säule vermehrt in die Kritik gekommen ist, auch in meinen eigenen Mitgliedern. Ich wurde verschiedentlich darauf angesprochen von Leuten, zum Beispiel aus der Industrie, die mir sagten, ich habe mich im Betrieb immer für die zweite Säule eingesetzt, aber seit der Finanzkrise bin ich selber nicht mehr recht davon überzeugt. Das ist das Problem, das wir in einer relativ tiefen Krise oder eine relativ tiefe Krise erlebt haben und wahrscheinlich immer noch drin stecken. Das ist auch unbestritten. Die Frage ist, wann kommen wir aus dieser Krise hinaus und wie ist die Entwicklung nach dieser Krise? Also das heißt, was sind die Finanzmarktperspektiven? Die Akzeptanz in der Bevölkerung wird natürlich davon abhängen, wie sind die Perspektiven auf den Finanzmärkten, welche Leistungen erhalten Sie aus dieser zweiten Säule und wie ist die Kostenstruktur dieser zweiten Säule. Wenn wir es schaffen, die Altersguthaben so anzulegen, dass es mit einigermaßen bescheidenem Risiko die Renten gedeckt sind und dass gleichzeitig keine Dritten sich über Gebühr aus dem System bedienen, dann gehe ich davon aus, dass die zweite Säule eine Zukunft hat. Wird man den Versicherten nicht versprechen können, dass es kein Selbstbedienungsladen ist für Lebensversicherer? Wird man ihnen nicht ein gewisses Leistungsniveau für ihre Beiträge, die sie zahlen können, die sie da einzahlen, gewährleisten können? Dann haben wir ein Problem. Und das heißt, diese Probleme müssen wir angehen. Wenn Sie eine Sozialversicherung haben, dann muss sie eine Sozialversicherung sein. Das heißt, sie muss dafür schauen, dass es einen Ausgleich gibt. Das ist das eine. Sie muss aber auch dafür schauen, wenn sie obligatorisch ist, dass kein Geld aus diesem System verschwindet. Und das impliziert eine staatliche Pflicht, dafür zu schauen, dass die Kosten so sind, dass die Kosten optimal sind. Wir haben bei dem Strommarkt im Stromnetz eine Regulierung. Wir haben bei der Spitalfinanzierung eine Kostenregulierung. Die Post, die SBB-Tarife werden vom Preisüberwacher überwacht. Bei der zweiten Säule gibt es keine Preisüberwachung. Wer darüber wacht, ist die FINMA. Dort wurden heute zwei Versicherungsvertreter im Verwaltungsrat, zum einen das Vizepräsidium nominiert, der andere
aus der Zürich wurde in den Verwaltungsrat nachnominiert. Die FINMA weist von sich, dass sie eine Aufgabe hat, überhaupt zu schauen, was mit dem Geld geschieht. Sie geht davon aus, das System selber muss genügend kapitalisiert sein. Wem das Kapital gehört, ob den Versicherten oder den Versicherungen, das ist der FINMA egal. Wir haben große Governance-Probleme. Auch ein Governance-Problem ist, dass ein Arbeitgeber entscheidet, zu welcher Versicherung er geht. Es ist nicht der Versicherte. Und wenn die Versicherung von den Versicherten überwacht wird, selber, dann ist etwas schief. Ich gehe davon aus, dass vor allem die Lebensversicherer das Problem sind. Natürlich haben wir überhöhte Vermögensverwaltungskosten in der zweiten Säule insgesamt, aber die Lebensversicherer sind ein Problem. Ich kenne kein System, wo die Unternehmen selber Mittel von den Versicherten abziehen können und zu ihrem Eigenkapital schlagen können und das akzeptiert wird vom Staat. Ich kenne kein solches System. Das ist ein Riesendefizit. Diese Defizite müssen wir lösen. Wenn wir diese Defizite lösen, dann sind wir auf dem besten Weg, die Akzeptanz und auch die Leistungsfähigkeit der zweiten Säule zu erhalten. Wie die Finanzmarktperspektiven sind, sind schwierig zu prognostizieren. Das ist eine sehr triviale Aussage. Aber etwas ist nicht trivial. Wenn wir über das BVG reden, reden wir über das Jahr 2016, 2017 frühestens. Wir haben einen parlamentarischen Prozess für eine BVG-Änderung. Es wird Übergangsbestimmungen geben, es wird ein Referendum geben. Eine Inkraftsetzung vor diesem Zeitpunkt, das ist für mich, kommt nicht in Frage, das ist unrealistisch. Und bis 2016, 2017 muss die Finanzkrise vorbei sein. Und wenn sie dann nicht vorbei ist, dann haben wir nicht nur Probleme in der zweiten Säule, dann haben sie es auch in der AV, wir haben sie in der Arbeitslosenversicherung, dann haben sie sie überall und dann konzentriert sich nicht nur auf die Pensionskassen. Wenn sie vorbei sind, das sind so Sachen, die man im Ökonomiestudium lernt, dann bewegt man sich, geht man davon aus, dass man sich irgendwie auf einem gleichgewichtigen Pfad bewegt. Davon geht auch das Finanzdepartement aus. Langfrist, risikoloser Langfristzinssatz irgendwo im Bereich des nominellen BIP-Wachstums. Der Bund sagt, wenn es nicht das BSV ist, sondern das Finanzdepartement, 3,5%. Ist keine schlechte Schätzung für das Trend-BIP, das nominelle Trend-BIP in der Schweiz. Eine Pensionskasse ist in der Regel risikofähig. Es sollte auch mit den demografischen Veränderungen der heutige Umwandlungssatz finanziert sein. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Daniel Lampard. Wir glauben, dass die zweite Säule insolvent ist. Diese Motion wird nun unterstützt durch Beat Kappeler, profilierter Wirtschaftspublizist und indirekt ein Vorgänger von Daniel Lampard. Beat Kappeler publiziert auch nach Erreichen der magischen Grenze von 65 eifrig weiter. Zuletzt in Buchform erschienen von ihm ist «Wie die Schweizer Wirtschaft tickt, die letzten 50 Jahre und die nächsten». Uns interessiert es vor allem die nächsten 50 Jahre. Beat Kappeler, das Wort gehört Ihnen. Sehr geehrte Damen und Herren, auf 50 Jahre ist die zweite Säule höchst gefährdet und vielleicht eben insolvent. Die Punkte möchte ich auch etwas noch erweitern über bloße Zahlen der Gegenwart hinaus auf the Big Picture. The Big Picture ist, dass man 85, habe ich in der Funktion von Herrn Lampard erlebt, dass man damals sagte, jedes Unternehmen hat eine Pensionskasse. Und diese Fiktion ist in einem Lande mit 170.000, 190.000 KMUs einfach eben eine Fiktion. Sie führt zu diesen großen Umwegkonstruktionen von Sammeleinrichtungen, Branchenlösungen und so weiter, Gemeinschaftseinrichtungen, die eben Intransparenz verschaffen, Unfrieden stiften bei den Versicherten, weil sie da nicht klar durchsehen, bei der Gewinnbeteiligung, Legal Quote und so weiter. Das sind direkte Folgen dieser Fiktion. Eine Fiktion, die nun wirklich schon 1985 erkennbar falsch war. Zweitens, die zweite Säule strotzt vor vorgegebenen Sätzen. Sätzen aller Art, die von der Politik vorgegeben werden. Zum Beispiel, Sie kennen sie, der Mindestzinssatz, wo die BVG-Kommission und der Bundesrat in großer Weisheit schon ein Jahr voraus wissen, was gut geschrieben werden muss. Wir haben den Umwandlungssatz, der heftig diskutiert wird und der eben viel zu hoch ist und damit eigentlich die Größe einzelne
tödliche Gefahr hinter der zweiten Säule ist. Wir haben die Jahresgutschriftsätze, also die Gutschriften, Altersgutschriften pro Lebensjahr, die von jung nach alt zunehmen und typischerweise und schönerweise bei den Ältesten den höchsten Prozentsatz ausmachen, 18%, und sie damit allenfalls, wenn die Firma nicht irgendwie anders sich disponiert, den Arbeitsmarkt für die Älteren schon mal nur von dieser Seite her stören. Wir haben Sätze wie eben der Beitragsbeginn, es ist ab 25, nicht vorher, den Altersrücktritt, ist eine Altersguillotine drin, im Gegensatz zu Schweden zum Beispiel, wo einfach im Umlagesystem, aber auch für die teilweise dort angesparten privaten Kapitalien 61 der Schnitt gemacht wird ausgerechnet, das hat man zu gut, aber muss niemand gehen, sollte auch niemand gehen in die Ruhezeit, sondern wo dann einfach die entsprechenden Zugaben oder die Abzüge, wenn man vorher geht, festgestellt werden. Wir haben also eine Altersguillotine, wir haben Sätze drin für den möglichen Kapitalbezug, die Legal Quote habe ich schon erwähnt. Und all diese Sätze oder vor allem gerade die Legal Quote ist typischerweise ein rein politischer Satz. Warum 10%? Das ist einfach das Dezimalsystem, das hier durchdrückt. Warum nicht 9,8, 6,4, 11,2? Das ist für mich ein ganz deutlicher Hinweis, wie künstlich solche Sätze einfach vom Parlament irgendwie mit dem nassen Finger im Wind festgestellt werden. Dann natürlich eben die Tatsache, dass wir in einer völlig neuen Zeit der Renditen leben, seit nun schon 3 bis 4 Jahren. Wir können für die Schweiz sagen, dass das umgebende Ausland noch lange sehr tiefe Zinsen haben wird. Die Fed verspricht schon bis 2015 eine praktische Nullzinspolitik in Amerika. Das wird sie nur erreichen mit einer unerhörten finanziellen Repression, das heißt mit der laufenden Vermehrung der Geldmenge, um die Zinsen zu senken und damit natürlich den Ansturm auf andere Währungsräume, Emerging Markets, aber eben auch auf die Schweiz weiter drücken wird und die Schweiz die 1,20-Grenze sicher weiterführen muss und deshalb die gleichen Nullzinsen importiert, aber auch die Inflationsraten importiert, falls solche je entstehen sollten in Europa, in Amerika, und zwar 1:1, weil sich dann der Schweizer Franken nicht aufwertet in den letzten 40 Jahren. Wir werden also durch diese von der Nationalbank gewollte Banalisierung des Schweizer Frankens in ganz schwierige Anlagesituationen auf lange Sicht, nicht nur vorübergehend, eintreten. Denn es ist allen Beobachtern klar, dass die westlichen Staaten total überschuldet sind und noch stärker überschuldet werden. Es wurde nichts vorgekehrt, außer Budgetprognosen wie heute Nachmittag in Spanien, aber noch nichts gespart, um diese Verschuldung runterzubringen, sodass die Financial Repression Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt weitergehen muss, um einen größeren Zusammenbruch zu verhindern. Denn wenn in Amerika die Zinsen von der Notenbank schlitteln gelassen würden und von jetzt 1,7% für 10-jährige Anleihen auf, sagen wir, 6%, was für einen derart überschuldeten und defizitären Staat das Minimum wäre, ansteigen würden, dann hätten wir eine Verdreifachung der Zinslast für Amerika, das heißt den sofortigen Staatsbankrott. Das heißt, es werden im ganzen Westen diese Zinsen laufend noch auf tiefstem Niveau sein, die Renditen werden nicht erzielbar sein, die Aktienmärkte werden nicht immer den Gefallen tun, dass sie gleich mehr als die Bondmärkte bringen. Herr Kappler, ja. Langsam ich komme zum zweitletzten Punkt. Letztlich stehen die zwei Säulen der schweizerischen Altersvorsorge gleichzeitig im Leistungs- wie im Beitragsprimat. Es wird die Fortführung der gewohnten Lebenshaltung versprochen und die Beitragssätze, einmal mehr die Sätze, sind auch in der Verfassung und im Gesetz festgelegt. Das ist eine Inkongruenz, eine Inkonsequenz, die eben dann zu diesen Verwerfungen führt. Einer politisch gewollten Aushöhlung der zweiten Säule durch Freunde von Herrn Lampard, durch den Ausbau der ersten Säule steht schon im Raum. Und schließlich, letzter Punkt, die politisch veranstaltete Komplexität der zweiten Säule verbaut dem Volk die Einsicht in deren Funktionieren, was die Abstimmung über den Umwandlungssatz belegt hat. Wenn es so weitergeht, ist der Untergang durch Unpopularität, laufende neue politische, populistische Eingriffe gewiss. Es bräuchte die freie Wahl, die Entpolitisierung der zweiten Säule, um sie zu retten. So wie sie jetzt in den Händen der Politiker ist, die immer neue Ziselierungen anbringen, geht sie unter. Besten Dank. Herzlichen Dank, Herr Kappeler.
Es folgt nun der zweite Redner, der die Motion ablehnt. Es ist dies Rudolf Rechsteiner, BVG-Spezialist, Dozent an mehreren Hochschulen und Inhaber eines Beratungsunternehmens für Energie-, Umwelt- und Wirtschaftsfragen. Er kennt die gesetzlichen Tücken und Lücken des BVGs, weil er jahrelang mit viel Energie am heutigen Regelwerk mitgearbeitet hat. Rudolf Rechsteiner, das Wort gehört Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir ein bisschen zurückblicken, erinnern wir uns an die Zeit, als das Obligatorium in Kraft getreten ist. Damals war es ja so, dass Sie nicht einmal die Freizügigkeit hatten, das heißt, die überobligatorischen Beiträge des Arbeitgebers, die blieben beim Stellenwechsel jeweils in der Kasse zurück. Das heißt, die Kasse war eigentlich immer saniert, weil sobald sie Fluktuation hatten, gab es Überschüsse und die Ansprüche der Arbeitnehmer, die waren sehr gering. Im Zeitablauf hat man das dann verbessert, man hat die volle Freizügigkeit eingeführt und man hat so langsam auch zum Beispiel Retrozessionen verboten. Man brauchte 30 Jahre dafür, aber immerhin inzwischen sind wir soweit. Das heißt, man hat dafür gesorgt, dass die Versicherten, die einem Obligatorium unterstellt sind, auch gewisse Leistungsansprüche haben. Die Idee der individuellen Äquivalenz finde ich spannend und daran orientiert sich ja auch die Solvenzdiskussion, aber Äquivalenz hatten wir nie. In den 90er Jahren hatten wir super Renditen, zweistellige Renditen und die Rentner haben sehr wenig gesehen. Es gab also eine große Umverteilung von den Rentnern zu den Jungen und es wurden vor allem Beiträge gesenkt damals. Heute ist es umgekehrt. Wir können den versicherungstechnischen Zins, der heute bei 3,5% liegt, nicht mehr aus dem Kapitalmarkt finanzieren. Das heißt, wenn ich von einem Rentenkapital von 300 Milliarden ausgehe, da fehlen 2% Zins, dann ist die Umverteilung nicht 600 Millionen, Herr Grosande, sondern sie ist etwa 6 Milliarden nach meiner Rechnung. Die Frage ist jetzt, was tun wir? Sind wir insolvent? Wo stehen wir? Ich denke, es läuft sehr viel. In allen Kassen werden die Umwandlungssätze im Überobligatorium nach unten revidiert. Die Anpassungsmechanismen laufen, die Sanierungsbeiträge fließen. Das ist alles sehr schmerzlich. Dann könnte man auch noch sagen, dass Aktien historisch zurzeit tief bewertet sind. Aber vor allem möchte ich darauf hinweisen, der Herr Kappeler hat es angesprochen, die Geldmengenausweitung, die wir hatten, die wird früher oder später nach meiner Erwartung in einer gesteigerten Inflation enden. Das heißt, weil eben die Ansprüche nur nominal definiert sind und keine Teuerungsausgleich stattfindet, wird sich die Sanierung durch steigende Zinsen und Geldentwertung wahrscheinlich irgendwann wieder einstellen. Das ist meine Rechnung. Also in der großen Optik, es hat immer Umverteilung gegeben, ob das jetzt Insolvenz ist oder nicht, da habe ich meine Zweifel. Ich habe vielmehr Fragen grundlegender Natur an dieses System, nämlich wir wissen überhaupt nicht, wohin mit dem Geld. Wir haben in den 90er Jahren die Immobilienblase erlebt, die geplatzt ist, 2002 die Dotcom-Blase, jetzt die große Finanzkrise. Das hat vor allem mit neoliberalem System zu tun. Das heißt, man wollte alles privatisieren, man hat alles mit Ersparen gemacht. Statt Sozialpolitik hat man einfach Versicherungssysteme eingeführt. Und meine Damen und Herren, Schulden und Guthaben, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Das heißt, die zweite Säule ist wesentlich mitverantwortlich an dieser Finanzkrise, weil man einfach Guthaben sich gutschreiben ließ von Schuldnern, die in Wirklichkeit nicht zahlungsfähig sind. Also Staaten inzwischen auch. Früher waren Staaten erste Adresse, heute sind Staaten Bankrottadressaten. Die Wirtschaft macht keine Schulden mehr, die Multis haben eine positive Nettoposition. Also die Frage ist, wohin, meine Damen und Herren, wollen Sie mit diesem Geld? Und wäre ein Umlageverfahren nicht viel ehrlicher? Und da meine ich, würde ich hinsteuern, Verwaltungskosten runter, Teilumlageverfahren. Ich bin nicht gegen Kapitaldeckung, solange wir zahlungsfähige Schuldner haben, die auch einen realen wirtschaftlichen Nutzen bringen. Also das heißt Investments, die wirklich rentieren und nicht nur irgendwelche Zentralbanken, die das Geld am Schluss aufnehmen und sichern. Da meine ich, haben wir Revisionsbedarf. Besten Dank. Herzlichen Dank, Rudolf Rechsteiner. Damit wären wir am Ende der ersten Runde und kommen nun zum zweiten Teil. Wir werden den Ball ein bisschen hin und her spielen und Ihnen dann die Gelegenheit geben, selber in die Debatte einzugehen.
greifen. Herr Gosonde, das Argument Ihrer Gegner lautet, dass Sie eigentlich dramatisieren und wenn die Verwaltungskosten, also die zweite Säule hat ein Kostenproblem, wenn Dritte weniger abschöpfen würden, siehe die Situation viel besser aus. Was entgegnen Sie da? Es gibt zwei Sachen. Es gibt strukturelle Probleme in der beruflichen Versorgung und es gibt natürlich eine Kostenthematik. Und da bin ich gar nicht so weit weg von Herrn Lampard oder von Herrn Stein. Und ich denke auch, dass das System, so komplex wie der Herr Kappler das beschrieben hat, sehr viel Kosten verursacht. Sie wissen vielleicht, ich plädiere immer für die freie Wahl der Pensionskasse, weil ich denke, durch das könnte man die 2300 Kassen auf eine kleinere Zahl reduzieren, zum Beispiel 300. Wir haben 300 Banken in der Schweiz und das denke ich, mit dem könnte der Wettbewerb richtig leben und da können wir auch die Kosten sparen. Aber trotz dieser Kosteneinsparungen wäre der Umwandlungssatz nach wie vor zu hoch, das wäre strukturell immer noch ein Problem. Also das ist, Ihre Sparprämie wird nicht auf Ihr Konto verbucht und ausbezahlt und wir haben immer noch die Mindestzins, die auch nicht im Einklang sind, weil im Voraus definiert sind. Mhm. Möchten Sie dazu etwas entgegen? Gut, die freie Pensionskassenwahl ist eine alte Geschichte. Ich habe schon Herr Gosonde gesagt, vor 20 Jahren war ich das letzte Mal in einem Saal, wo das diskutiert wurde. Es wurde zum Glück etwas ruhiger, weil es mit ganz eigenen Risiken und Problemen verbunden ist. Sie müssen dann neue Ausgleichsmechanismen institutionalisieren. Ich als Gewerkschaftsvertreter störe mich dann noch daran, dass die Arbeitgeber etwas weniger sich beteiligen an der Verwaltung der Pensionskassen. Aber das ist jetzt sehr eine meine Sicht als meiner Funktion. Ich glaube nicht, dass das das Problem löst, aber was mich stört am Ganzen ist zum einen die fehlende Bereitschaft, hier durchzugreifen im Bereich der Lebensversicherer zum einen, oder? Das ist ein Staatsversagen. Und das Zweite ist aber auch, dass man die Frage der Vermögensverwaltungskosten nicht angegangen wird. Das ist für mich, zwar wurde jetzt, gibt es Bezifferungen, oder wie viel das ausmacht, aber Maßnahmen, die jetzt daraus gefolgt sind, haben wir bisher noch keine gesehen. Für mich wären so Varianten, dass man, dass die FINMA eine aktive Rolle übernehmen könnte und zum Beispiel zertifizierte Portfolio zur Verfügung stehen oder Anlagefonds zertifizieren könnte, die speziell kostengünstig sind. Dort ist eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt, aber es gibt kein Interesse natürlich auf dem Finanzplatz an dem. Das sind für mich nach wie vor die großen offenen Fragen und man kann hier nicht auf Zeit spielen. Das fällt auf einen zurück. Wer sich bedient aus Sozialwerken, der macht etwas, was diesem Gedanken der Sozialwerke widerspricht. Das stört die Bevölkerung, das spüre ich jeden Tag. Vielen Dank. Ich glaube eben, dass die freie Wahl der Kassen verbunden sein müsste mit einer Botschaft, die sowieso den Versicherten gegeben werden muss. Nichts ist sicher. Die Bemühungen der Politik seit all diesen Reformen, seit 1985, geht immer darauf hinaus, neue Windungen und Wendungen zu finden in der Gesetzgebung, Verordnung und so weiter, um zu sagen, es ist ab jetzt dann ganz sicher. Und das ist genau der falsche Weg. Es muss gesagt werden, eine Kapitalversicherung ist nicht sicher. Die AV ist politisch bestimmt, da kann man schütten, so viel man will, kann Defizite machen, sie durch den Staat decken lassen und so weiter, sondern eine Kapitalversicherung ist nicht sicher. Man müsste Versicherung aus Kapitalversicherung streichen, sondern deshalb plädiere ich für die freie Wahl, weil dann diese unsinnigen politischen Garantien verschwinden würden. Es würden eben die Sätze verschwinden, die würden von den Kassen gemacht, es würde die Zahl der Kassen nicht auf 300, sondern auf 30, wie bei den Krankenkassen, als man sie frei wählbar machte, sinken. Wir hätten 30 fähige, große Kassen, die miteinander im Wettbewerb stehen würden, die auch Verwaltungskosten sparen würden, wobei das nicht so viel bringt, wie eben der falsche Umwandlungssatz kostet. Wir hätten dann auch die Möglichkeit der Arbeitgeber, sich von dieser Last, unsinnigen Last und der Doppelspurigkeit in Sammelstiftung und so weiter zu befreien. Und die Arbeitgeber könnten trotzdem patronale Verantwortung ausüben, indem sie jemandem einen Lohn zahlen, 8.000, und Ende Jahr, wenn der Betrieb gut läuft, nochmals 20 in deine Pensionskasse, deiner Wahl. Wir schicken das dorthin. Es ist nicht gesagt, dass dann die patronalen Leistungen aufhören. Im Gegensatz, es würde sich möglicherweise wegen der Sichtbarkeit dieser patronalen Leistungen ein Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt ergeben, wer kriegt mehr.
Und ich bin natürlich so in meinen Gewerkschaftszeiten seit 1978, ist eine Weile her, immer der Meinung gewesen, starke Lohnbestandteile sollten aus Boni für die einfachen Leute Ende Jahr gemäß Firmengang bestehen, nicht aus rituellen Lohnerhöhungen, die dann eingeschrieben sind und zu festen Kostenblöcken für die Firmen werden und bei Schwierigkeiten sofort zu Entlassungen führen. Ich meine das, sondern eben Flexibilität bieten. Also ein solches System der vertragspartnerschaftlichen, der Rentengestaltung wäre der Politik entzogen. Es wäre allen Beteiligten klar, dass es je nach Marktverfassung und nach den durch die paritätische Verwaltung gegebenen Umständen schwanken kann. Und damit wäre dieser Totalitätsanspruch einmal weg vom Tisch. Und dann könnte man auch in den einzelnen Kassen vernünftig reden. Es gäbe vielleicht sogar Abstimmungen für die paritätischen Kommissionen mit Wahlgruppen. Die einen würden sagen, wir haben eine Liste Rendite, wir haben eine Liste Sicherheit und die würden konkurrieren um die Besetzung des Stiftungsrates. Wäre auch transparent. Also ich glaube, solche Dinge würde die freie Wahl bringen. Und alles, was die Politik bieten kann, ist eine weite Verhäuselung der ganzen Geschichte. Und das unsinnige Versprechen, dass es sicher sei, das ist etwas vom Verheerendsten. Herr Rechsteiner, Ihre Gegner argumentieren die wirkliche Gefahr geht von den politisch bestimmten Parametern aus. Würden diese entpolitisiert, sähe es viel besser aus. Ja, das ist das Echo von Herrn Kappeler, dass immer und an allem jeweils die Regulierer schuld sind. Ich kann diese Auffassung nicht ganz teilen, weil ich finde, im Überobligatorium ist ja gar nicht viel reguliert. Sie dürfen einen tieferen Umwandlungssatz haben. Was reguliert ist, ist zum Beispiel eine bestimmte Diversifikation der Anlagen. Das finde ich auch vernünftig. Und es ist weiter reguliert, dass man eben die Anwartschaft irgendwie beziffert, weil das ist doch die Frage, ein Versicherter, der in einem Obligatorium oder auch in einem Überobligatorium einzahlt, der möchte doch wissen, was er bekommt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man im Rahmen des Überobligatoriums die Leistungen flexibler gestaltet und genau diese Verwerfungen einkalkuliert, zum Beispiel mit Überschüssen, die eben auf Zeit nur garantiert sind. Das kann man machen. Im Obligatorium meine ich, es ist eine Leistungserwartung da. Man hat damals abgestimmt über ein Leistungssystem und nicht nur über Zwangsbeiträge. Vor allem aber finde ich, dass die Pensionskassenwahl, die freie, die trägt nicht zur Lösung eines Problems bei. Weder die Verwaltungskosten werden kleiner, noch wird die Kapitalanlageproblematik davon geändert. Es gibt eine interessante Untersuchung von Johannes Binswanger, dem Professor an der Fachhochschule Olten, glaube ich, und er zeigt, dass eben in Ländern mit freier Pensionskassenwahl die Verwaltungskosten deutlich höher sind. Deutlich höher. Die Leute sind vereinzelt, sie haben weniger Verhandlungsmacht. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass mindestens in den großen Kassen heute die Vermögensverwaltungskosten zum Teil tief sind. In der Basler Pensionskasse, wo ich Verwaltungsrat bin, bei 0,1% des Anlagevermögens, man kann bei den Banken gute Konditionen holen und wenn ich sehe, die Position der Versicherten in Lebensversicherungen, die ist sehr schlecht, dort sind die Verwaltungskosten am höchsten, also ich kann darin nicht wirklich einen Beitrag zur Lösung der Probleme erkennen. Aber ich bringe Ihnen jederzeit mit etwas Aufwand, könnte ich bringen, dass in allen anderen Ländern, wo zum Beispiel Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfesysteme oder Invalidenversicherung bestehen, die Aufwände und Kosten auch größer sind als in der Schweiz. Also ich finde, das ist überhaupt kein Argument. In Mexiko habe ich mal gelesen, wenn ich richtig erinnere, dass nach der Freigabe der Pensionskassen zur freien Wahl etwa 25% Werbekosten anfielen. Ja, erwarten Sie, dass das in der Schweiz passiert? Das ist ja auch bei den Krankenkassen nicht der Fall. Und wenn, dann kann man eben die Kasse wechseln. Also man muss vorsichtig sein mit solchen Vergleichen aus Ländern, die nicht ganz unseren Breitengraden entsprechen. Also dann wäre die freie Pensionskassenwahl also ein alter Hase, der von 30 Jahren... Es ist einfach Avenir. Ja. Nein, Avenir Suisse hat einfach ein Buch geschrieben und das publiziert und das ist jetzt zufällig vorgestern erschienen und deshalb reden wir darüber. Es ist kein Thema im Land, die freie Pensionskassenwahl. Keiner, der im System drin ist, für den ist das eine Option. Also von mir aus
sage, das ist nicht ein Thema, was interessant ist. Was im Moment interessiert, ist die Frage der Leistungsfähigkeit der zweiten Säule und die Frage, wie wir die zweite Säule leistungsfähig erhalten. Und das ist ja nicht, wir sind ja nicht da, um zu schauen, dass es den Kassen gut geht, sondern wir wollen ein Sozialwerk. Wir haben eine Schweizer Altersvorsorge und die muss im Alter, im Rentenalter, ein gewisses Leistungsniveau garantieren. Effektiv ist das Problem heute natürlich das, dass selbst mit der Ersatzquote von 60%, wenn Sie einen Lohn haben von 5'000 Franken pro Monat, Ihnen nachher eine Rente von 3'000 Franken zusteht. Jetzt das zu behaupten, dass das die Fortsetzung der gewohnten Lebensführung erlauben würde, das ist doch etwas abenteuerlich, weil mit 3'000 Franken sind Sie ein Lebenskünstler in der Schweiz, vor allem wenn Sie hier in Rüschlikon oder in Zürich wohnen, das ist nicht zu machen. Und gleichzeitig haben Sie keine Ergänzungsleistungen, oder? Also wir haben da schon Leistungsdefizite, selbst wenn die zweite Säule das bisherige Leistungsniveau aufrechterhalten kann. Und das scheinen mir die zentralen Fragen zu sein. Und da ist eine freie Wahl der Pensionskasse ist etwas, wo man sich beim Bier am Feierabend mal beschäftigen kann, wenn man alle anderen Probleme gelöst hat. Aber wollen wir doch in dem Fall einmal die Frage diskutieren, bringen wir die Sätze raus aus dem Gesetz? Bringen wir die Sätze raus? Das wäre eine Möglichkeit. Nein, die Kassen autonomer können selbst bestimmen und sind auch verantwortlich. Und ich würde dann gleich auch noch den Sicherungsfonds abschaffen, damit sie alle ohne Netz turnen. Und das wissen. Eben keine Sicherheit. Also ich beantrage Abschaffung aller Sätze und klare Feststellung, es ist nicht sicher und der Sicherheitsfonds ist weg. Das wäre eine ganz wichtige Botschaft für das Land. Der ganze Süden Europas, bald schon Frankreich, Amerika mit der Social Security, stehen vor diesem Problem, dass Sicherheit versprochen wurde und sogar in den Umlagesystemen jetzt nicht gewährt werden kann. Also was hat man den Leuten versprochen? Man hat sie in die Irre geführt. Und damit ist auch Ihre private Lebensplanung nachher in Gefahr, falls Sie sich darauf verlassen haben. Ja, ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Wenn, ich meine, allein für die Freizügigkeit müssen Sie irgendetwas nehmen, einen Zinssatz, mit dem Sie das Geld verzinsen. Wenn Sie alle diese Spielregeln aufheben, dann ist einfach, wenn Geld fehlt, geht es immer auf Kosten der Versicherten. Und damit haben Sie nur noch die obligatorische Beitragspflicht und keine Zahlungen mehr. Ich denke, dann ist es ehrlicher zu sagen, legt es auf euer Bankkonto oder kauft ein Haus damit und wir machen keine Versicherung mehr, weil dann ist einfach die Leistungsgarantie nicht mehr da. Ja halt, aber wir reden ja auch von Mindestverzinsung durch den Hohen Bundesrat. Wir reden vom Umwandlungssatz, der für verschiedene Kassen mit verschiedenen Altersstrukturen völlig anders sein sollte und so weiter. Wir reden über andere Sätze als nur gerade den Sie erwähnt haben. Also ich denke, beim Umwandlungssatz, Herr Lampert hat es gesagt, weshalb wurde das Referendum ergriffen? Weil die Legal Quote ein Selbstbedienungsladen ist für die Versicherungen. Sie geben zu, dass Sie zwei Sachen miteinander verbinden, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, es war der einzige Hebel, den wir hatten politisch, um auf dieses Problem hinzuweisen. Das war ein Betrug, das war ein weiterer Betrug von Bundesrat Merz. Ins Gesetz hat man geschrieben, Versicherungen dürfen 10% der Überschüsse behalten. Und dann geht Merz, macht eine Verordnung, Versicherungen dürfen 10% vom Umsatz behalten. Das ist einfach nicht das Gleiche. Merz hat alle solche Baustellen unterlassen. Er ist in einem Jahrhundert mit Sicherheit der schlimmste Bundesrat, den wir hatten. Er hat alles unterschrieben. Er wusste nicht einmal, was er unterschrieben hat. Oder? Gut, Herr Merz ist heute nicht Abend nicht hier. Er kann jetzt nicht darauf argumentieren. Aber Herr Gosnonde... Zwei Punkte muss ich aufnehmen. Also der eine ist die Versicherungsthematik und der andere war der erste Punkt von Herrn Lampard. Die Politik darf und soll sich Gedanken machen und Gesetze definieren, damit das 5'000 Franken Beispiel, das Sie gebracht haben, richtig gelöst wird. Also die Politik kann eine Mindestrente in Franken definieren. Sie kann aber nicht Gott spielen und sagen, ab sofort ist die Lebenserwartung kürzer oder ab sofort ist die Durchschnittsrendite am Markt 5%. Darüber hat sie keinen Einfluss. Und der Umwandlungssatz hängt primär oder zu 90% von diesen zwei Parametern ab. Deshalb ist es sinnlos, dass die Politik über den Umwandlungssatz spricht. Aber sie kann über die Höhe der Beiträge, wenn sie das Gefühl haben, es braucht mehr Rente, sie kann auch entscheiden, diese höheren Beiträge gehen zugunsten von der HV oder zugunsten von der BVG. Sie kann auch über die Dauer der Beitragspflicht diskutieren. Man kann früher anfangen sparen. Die BVG ist erst mit 25, man könnte früher anfangen, aber man könnte auch länger sparen. Ich glaube, das sind die Hebel für die Politik. Und man muss nicht vermischen, die Problematik, also die Frage heißt hier, die zweite Säule ist insolvent und die Insolvenz wird durch den Umwandlungssatz stark mitbestimmt. Und dann der Punkt, Herr Steiner, ich bin auch nicht glücklich über die
die Methode, die Bruttomethode, wie man rechnet. Man könnte es vielleicht auch schlauer rechnen bei der Versicherung. Aber nochmals, es ist ein freier Markt. Sie können sich jederzeit eine Sammelstiftung anschließen, wo nicht ein Versicherer ist. Das ist offensichtlich der Bedürfnis von vielen KMU, sich eine Versicherung anzuschließen, und dadurch erhalten sie einen Schutz, einen Sanierungsmaßnahmeschutz. Sie müssen nicht mehr sanieren. Und das ist eine freie Wahl, das ist wirklich im Wettbewerb. Aber nicht der versicherte Welt, es ist der Arbeitgeber der Welt. Aber Sie haben selber gesagt, Lampard, die freie Wahl der Pensionskasse ist doch hier nicht ein Thema. Und jetzt verlangen Sie, dass der Versicherte selber wählen kann. Wenn Sie so argumentieren, wir haben gravierende Governance-Probleme in der zweiten Säule. Ich beschäftige mich noch nicht lange mit zweiter Säule, muss ich sagen. Ich bin auch bei uns nicht der Dossierverantwortliche. Aber für mich ist jedes Mal haarsträubend, wenn ich dort reinsehe, was an schlechtem Governance zugelassen wird. Da muss man mit dem eisernen Besen dahinter, in dieser zweiten Säule. Lange ging es halt gut, es waren große Erträge auf den Kapitalmärkten, die anfielen. Im Moment sind wir in einer Krise und jetzt ist Zeit, diese zweite Säule zu sanieren, aber zu sanieren auf der Kostenseite. Die Stiftungsräte doch paritätisch besetzt, also es sind immer wie die bösen Versicherer und die bösen Arbeitgeber. Was machen denn die Arbeitnehmervertreter in den Stiftungsräten? Nehmen Sie doch keinen Einfluss. Nehmen Sie einfach immer den teuersten zugunsten, weil Sie vielleicht nur... Nein, ich rede jetzt von den Lebensversicherern. Aber Lebensversicherer ist nur ein Teil. Aber wenn wir über die gesetzlichen Parameter reden, ist das natürlich etwas, was zur Hauptsache die Lebensversicherer betrifft, nicht die autonomen Pensionskassen. Die autonomen Pensionskassen, die betrifft das auf die mittlere Frist. Und wie es dann ausschaut in der Mittelfrist, das werden wir dann sehen, oder? Wenn wir die Finanzkrise hoffentlich überwunden haben, beziehungsweise wenn wir sie nicht überwinden, dann haben wir ein Systemproblem, oder? Das dürfen wir nicht verwechseln. Aber bei den Lebensversicherern ist das natürlich unmittelbar bindend, zusammen mit der Legal Quote. Und da sage ich, was da zugelassen wird an Governance-Fehler, das ist nicht tolerierbar. Wir haben nicht unbedingt ein Anlageproblem trotz Finanzkrise. Und ich habe ja geschildert, wie nachdrücklich und nachhaltig diese Minimalverzinsung und Financial Repression dauern wird. Das Anlageuniversum im Okzident geht dramatisch rasch zu Unternehmensanleihen über, die sich nicht aus den Banken finanzieren, Bankkrediten, sondern über Anleihen am offenen Markt. Und die rentieren relativ gut. Und wenn man das gut streut, hat man auch schon eine ansehnliche Rendite möglicherweise. Das empfehlen ja Anlagespezialisten. Nachher haben wir die Emerging Markets, die nun nicht mehr emerging sind, sondern dominant, die ein riesiges Anlageuniversum eröffnen. Von daher einfach auch noch einmal zu den Sätzen und zu den Vorschriften. Wenn diese Financial Repression auf absehbare Zeit, also wirklich auf Jahre hinaus herrschen wird, dann hat der das größte Risiko, der in einer zu banalisierenden Währung steckt. Und der Franken ist durch Entschluss der Nationalbank richtigerweise der Exportindustrie geopfert worden. Man hat Exportindustrie untergehen oder Frankenfinanzstabilität retten zur Entscheidung gehabt. Man hat die Exportindustrie richtigerweise gerettet. Und jetzt wird der Franken banalisiert, zu einer langweiligen, dummen, inflationierten Währung gemacht, wie die anderen auch. Und wer hier verpflichtet ist, hauptsächlich zu investieren, der rennt an die Wand. Auch von daher, und nicht nur vom Umwandlungssatz her, ist die zweite Säule hochgradig gefährdet. Sie muss rasch nach Spezialistenberatung, die das Anlageuniversum rasch und dramatisch ändern. Gut. Und das wird verbaut. Vielen Dank. Wir haben unser Zeitbudget ein bisschen überstrapaziert. Deshalb werden wir jetzt gleich zur Schlussabstimmung übertreten. Unsere ursprüngliche Motion lautete: Wir glauben, dass die zweite Säule insolvent ist. Wir sind vom Thema abgeschweift, haben ein größeres Bild gezeichnet. Sie können Ihre Stimme jetzt nochmals abgeben und Sie können dies vielleicht mit Überzeugung für die eine oder andere Seite verbinden. Wir sind von der Frage ein bisschen abgewichen. Es geht hier um zwei Teams, die gegeneinander antreten, die versucht haben, Sie zu überzeugen. Stimmen Sie jetzt ab. Drücken Sie die 1, wenn Sie einverstanden sind mit Jérôme Gosondet und Beat Kappeler, wenn Sie die Motion unterstützen. Drücken Sie die 2, wenn Herr Lampard und Herr Rechsteiner Sie mehr überzeugt haben. Und drücken Sie 3, wenn Sie immer noch unentschlossen sind oder es im Laufe dieser Debatte wurden. Auf einem höheren Niveau verwehrt.
Wir werden das jetzt aufrechnen und sehen diese beiden Resultate. Vor der Debatte waren 28% der Meinung, ja, die zweite Säule ist insolvent. Nach der Debatte waren es 50. Das sind 22% Gewinn. Vor der Debatte waren 55% der Meinung, nein, wir glauben nicht, dass die zweite Säule insolvent ist. 41% danach, das sind 14% Minus. Und der Anteil der Unentschlossenen hat sich um 8% verringert. Das heißt, wir haben einen Sieger und das sind Jérôme Cossondet und Beat Kappeler. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie Zeugen dieses kleinen Experiments wurden und hoffe, dass Sie einen schönen, schwungvollen Abend genießen können. Thank you.